Extrablatt, Extrablatt. Ich freue mich wirklich so sehr auf die aktuellen Nachrichten des Tages. Ich hoffe einfach, da steht nichts drin, was unser Land in den Ruin treibt. Denn das ist ganz genau, was passieren wird. Ich habe bis zu diesem Punkt hier so viele falsche Entscheidungen getroffen. Alles wird in Feuer untergehen. Aber hey, wenigstens wird's eine Lightshow. Und damit willkommen zurück hier bei Headliner Novi News, wo ich so langsam das Gefühl habe, ich spiele das als Zerstöre-Alles-Simulator. Denn ganz egal, was ich anfasse, ich mach alles kaputt. Die Regierung hasst mich. Mein Chef wurde verhaftet, meine Kollegin kommt nicht an ihre Medikamente, mein Bruder sitzt im Gefängnis. Habe ich irgendwas vergessen? Aber wir kennen ja jetzt die Wahrheit. Wir wissen, was hinter dieser Seuche steckt. Und eventuell könnte dieser Artikel, wenn ich den veröffentliche, alles verändern und die Dinge vielleicht noch halbwegs zum Guten wenden. Ich bin sehr gespannt. Ich war so frei, das ganze Zeug schon mal auf dem Tisch auszubreiten, denn es stehen wieder einige sehr schwere Entscheidungen bevor. Ich muss zwei Artikel durchwinken. Nicht mehr, nicht weniger. Ja, approve to, das ist relativ eindeutig und ich glaube, dass das neue Management, nämlich der Agent, der jetzt meinen Chef ersetzt hat, nicht ganz zufrieden damit ist, wenn ich mich nicht daran halte. Deswegen mache ich das einfach mal. Hier ist ein Zettel, wo einfach nur drauf steht, ja, tun Sie, was richtig ist. Die Zeit naht. Es geht um diesen Artikel von den Truth Tellers, wo quasi drin steht, dass die Regierung von Novistan diese Seuche gemacht hat. Das winke ich wahrscheinlich auf jeden Fall durch, weil ich sehen will, was passiert. Dann hier noch ein Artikel, dass sehr viele Leute, die Verbrechen begehen oder Verbrechen unter dem Einfluss von Substanzen kommen, aber einfach häufiger vor. Das ist im Prinzip das, was da drin steht. Hier sollen wir die Drohnen aufhalten. Hier geht es um die Zukunft von Novi News, weil unser Chef ist zurückgetreten. Wir alle wissen, dass das nicht stimmt. Und hier ist wieder eine Entscheidung, die vermutlich unglaublich wichtig ist. Auf der linken Seite einmal ein Artikel von Evelyn, wo es darum geht, dass die Union Novistan auslacht, weil wir uns so stark mit unseren Nachbarn anlegen und Unfrieden stiften. Auf der rechten Seite ein Artikel darüber, dass die Gier der Konzerne die Menschen, die auf Medikamente angewiesen sind, ein Millionenvermögen kostet, weil das einfach super teuer ist alles. Ich habe so das Gefühl, ich muss sie fast opfern, um einen Umschwung in diesem Land herbeizuführen. Also ich könnte ihren Artikel durchwinken, ja, gegen Novistan, dann bleibt das aber so mit den krassen Preisen. Ich könnte das mit den Preisen durchwinken, dann kriegt sie vielleicht endlich günstig ihre Medikamente, aber dann vertrauen die Leute wieder mehr der Regierung. Oder ich pushe das nicht weiter, dass unsere Regierung nicht gut ist. Was ich jetzt mache, ist elementar wichtig. Oh, es geht aber genau um das, was sie braucht. Es geht um so Medikamente gegen Anfälle. Ich frage mich gerade, ob ich das hier durchwinken könnte, um sie vielleicht auf den letzten Metern noch zu retten. Das hier nicht und dafür dann das hier, um dann die Leute die Regierung stürzen zu lassen. Also gibt es vielleicht zwei Wege, das zu machen. Entweder ich mache das über die Nachrichten von Mr. X oder nur mit den normalen Nachrichten, wo ich dann auch quasi Misstrauen in die Regierung irgendwie unter die Leute bringe. Funktioniert das so? Oder ist es so, dass ich wie so eine Schwelle habe, unter die ich kommen muss, was das Vertrauen der Leute in die Regierung angeht und die ist schon erreicht und ich kann das veröffentlichen und alles ist gut? Der Punkt ist, ich will ihre Situation, also die von meiner Kollegin, nicht noch schlimmer machen, weil alles, was ich gemacht habe bis jetzt, war für sie nicht gut. Soll ich es versuchen auf die Gefahr hin, dass ich das große Gesamtbild dann nicht ändern kann und das aus den Augen verliere? Ich guck mal. Ich denke, es ist zu spät, jetzt noch einen anderen Weg zu wählen. Na, den habe ich schon eingeschlagen. Aber wir schauen mal. Das andere wird automatisch rejected. Am Anfang war es ja noch so, gefühlt, dass beide Artikel irgendwas miteinander zu tun hatten. Ja, zwei verschiedene Sichtweisen. Hier sind das völlig verschiedene Bereiche. Das ist ganz komisch, warum ich das eine durchwinkle und das andere dann nicht. Ich verstehe es nicht. Dann auf jeden Fall das hier von Mr. X, denn die Regierung kann so nicht weiterfahren. Jetzt habe ich noch einen Artikel frei. Haltet die Drohnen auf. Dann das hier. Hier ist aber nicht die Rede von Betterbus. Na, ich will ja eigentlich Betterbus schaden, weil wir haben ja die Theorie, die Truth Tellers haben die Theorie, dass das Zeug über Betterbus verbreitet wurde, diese Krankheit. Hier steht aber nichts drin von Betterbus. Hier geht es um diverse Genussmittel allgemein. Und das hier ist die Tatsache, dass unser Chef gegangen ist. Ich sage eher, er wurde gegangen. Weißt du was? Wir schwächen den Staat. Weg mit den Drohnen. Okay? Dann das hier nicht. Und das hier nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. An dem Punkt keine Ahnung. Okay, cool. Noch mehr Drohnen. Sind die wieder unter fremder Kontrolle? Ich habe keinen blassen Schimmer. Hier ist wieder
allgemeiner Ausraster. Wir werden uns nicht manipulieren lassen. Oder stoppt Wolf, stoppt die Seuche. Wir lassen uns nicht manipulieren. Jetzt ist... Oh nein, wieder Störungen. Jetzt ist Date-Time, richtig? Wir haben ein Date. Da war ja irgendwas. Und hier wird alles angezündet. Es ist kein Date-Time. Ja gut, ich hab's geschafft. Die Straßen brennen. Und die Leute prügeln sich mit der Polizei. So viel zu meiner Date-Zeit. Ich habe gerade einen Erfolg gekriegt. Verschwörung. Mal ganz blöd gefragt, was ist, wenn die Truth-Tellers gar nicht die Truth getellt haben, sondern mich manipuliert haben? Das könnte natürlich auch sein. Ist es möglich? Auf jeden Fall. Ich hole jetzt meinen Bruder raus. 200. Lassen Sie ihn gehen. Exzellent. Geben Sie uns eine Minute. Okay, danke. Vielen, vielen Dank. Vielleicht habe ich doch eine Zukunft. Oh, warte, bis du auf die Straße gehst. Ich muss ganz schnell wohin, aber wir sehen uns später bei dir. Ja, auf jeden Fall. Viel Spaß da draußen. Bist du irre? Hast du mal gesehen, was hier abgeht? Wir lassen uns nicht manipulieren. Alles klar, hier plant Wolf seinen öffentlichen Auftritt. Das Krankenhaus wird niedergebrannt. Was habe ich angerichtet? Die Stadt eskaliert ja richtig, das kannst du aber laut sagen. Und ich habe das Gefühl, wir verwandeln uns in einen Polizeistaat. Dein Kanal hat die ganze Zeit schlecht über Wolf geredet. Ich wusste, dass er nichts Gutes vorhat. Okay, und sie haben sich mit unseren Gehirnen angelegt. Ich denke, dass alle meine Symptome vielleicht daher kamen. Vielleicht kriegt er endlich das, was er verdient, wenn Wolf morgen seine Rede hält. Oh oh. Er wird die Rede nicht überleben, korrekt? Alles klar, er hat jetzt vielleicht bald eine weitere Show am Laufen und hat sich jetzt dieses Mood-Ex-Zeug gekauft. Er fragt, ob er wieder bei mir bleiben kann und er nimmt dann auch seine Medizin, damit er cool drauf ist. Wir sehen uns morgen. Und halt dich von diesen Drohnen fern. Die sprühen dich mit irgendwas ein. Those government drones! Damned government drones. Ich gehe jetzt nochmal zurück zum Café. Aber sie war nicht da, ne? Obviously, weil es brennt alles. Aber die Date Night für heute ist gecancelt. By the way, die Musik. Ja, die Straßen brennen. Alles ist happy. Nö, hier ist absolut niemand. Das heißt, ich gehe nach Hause. Und ich hoffe, sie wurde jetzt nicht von irgendeinem Mob oder sowas gekillt. Weil das Spiel macht teilweise relativ unvorhersehbare Sachen. Also auf manche Sachen kann man auch kommen. Aber was ich sagen will, ist, es ist vollständig dazu in der Lage, dass irgendwie rauskommt, dass sie von einem Molly getroffen wurde. Irgendwie sowas. Oh, das ist mal ein nices Poster. Lügner, wahnsinniger Tyrann. Hallo Hundi, ich habe keine Snacks für dich, weil ich meinen Bruder aus dem Knast freikaufen musste. Und deswegen bekomme ich auch nichts im Gegenzug. Na, wir können uns nicht darüber unterhalten, was heute alles vorgefallen ist. Und ich setze mich jetzt hier hin auf mein Sofa, ja, schau mir da draußen an, wie die Stadt brennt. Und bin happy, weil manche Menschen wollen die Welt brennen sehen. Also ich eigentlich nicht, aber so ist es jetzt rausgekommen. Mit was habe ich gerechnet? Grüße steht Shan. Er hat jetzt Version 097b. Ist ja wie Minecraft. Was ist neu? Wichtige Sicherheitspatches und neue Icons beim Desktop. Es gab einen möglichen Buffer-Overflow, der dazu führt, dass er eventuell auf mich schießt. Da bin ich sehr froh, dass das nicht vorkommt. Er hat jetzt auch Emoji... Okay, Dude. Batterien, bitteschön. Habe ich gekauft vor kurzem. So, jetzt ist die Frage. Werde ich dafür bestraft? Natürlich werde ich bestraft. Hast du gesehen, was ich gemacht habe? Mein neuer Chef ist damit nicht happy. Mr. Fan. Ich habe gestern unseren Kanal überprüft. Das war ein interessantes oder eine sehr spezielle Story, die sie veröffentlicht haben. Kam sie von einem unserer Schreiberlinge? Wir erlauben es nur zertifizierten Autoren, hier was zu veröffentlichen. Das ist das dritte. Natürlich hat er die Akten. Natürlich ist das die dritte Strafe. Er hat die Akten. Warum habe ich gedacht, er hat die Akten nicht? Ich habe sie gerade erst getroffen, aber das ist kein gutes Zeichen für ihre Zukunft bei Novi News 16. Und ich darf trotzdem weitermachen zwischen 2 und 3 Artikeln. Und heute Abend wird die Nation angesprochen im Stadtzentrum. Ich sollte darauf achten oder mir das anhören. Und jetzt ist die Medizin günstiger, siehst du? Rechts unten. Ich hab's vielleicht doch noch gedreht. Was ich nicht verstehe ist, warum werde ich dafür nicht bestraft?
Hat er nicht sich durchgelesen, was da drin stand? Er arbeitet für die Regierung, er ist vielleicht sogar die Regierung und lässt mich mit einer Rüge durchkommen und gibt mir sogar noch Geld? Das ist der schlechteste Agent der Welt. Was haben wir hier? Wieder irgendwas mit Vorurteilen. Okay, das ist wieder von Evelyn. Sie hat eigentlich nur so relativ freundlich einem Polizisten quasi zugenickt und der wollte dann sofort ihre Papiere sehen. Wolf spricht, das geht runter. Wundervoll. Und natürlich ist Betterbus sicher während der Schwangerschaft. Nein, ich habe nicht während der Schwangerschaft Betterbus getrunken und das Baby so nebendran. Ja, damit ist das klar. Ganz sicher kein Betterbus. Geht mir weg mit dem Zeug. Und dann das hier, wo es eben um Minderheiten geht und wie die hier behandelt werden. Ja, die Entscheidungen sind jetzt, glaube ich, nicht ganz so hart. Dann das hier, dass Wolf sprechen will. Die Polizei hat es wieder geschafft, die Kontrolle zu übernehmen, aber es zeigt sich immer noch, dass die Leute mit ihm nicht unbedingt so glücklich sind. Ja, das auch. Und ich habe noch einen frei zwischen 2 und 3. Das heißt, das hier noch. Also, dass das jetzt runtergeht und die Leute wieder ihre Medizin bekommen können. War das gut? Ich meine, jetzt viel krasses Zeug gab's nicht unbedingt. Wo ist Evelyn eigentlich? Weil eben, Date Night wurde gecancelt, es hat gebrannt. Und hier ist sie jetzt. Wir haben die Date Night um 1 verschoben. Sie haben den Boss mitgenommen. Ich weiß, sie fühlt sich schlecht wegen ihm. Ich auch. Er war teilweise echt keine sehr umgängliche Person, aber ich meine, seine Reaktion teilweise war auch verständlich. Ich habe so einen Mist gebaut die ganze Zeit. Wir hatten unsere Streitigkeiten, aber ihm war die Firma sehr wichtig. Es tut mir leid, mir geht's gut. Wie auch immer, es ist gut, dich wieder zu sehen. Wie geht's der Gesundheit? Ich warte immer noch auf die Tests. Das neue System ist so langsam. Es gibt neue Medikamente, die sie vielleicht ausprobieren wollen. Okay, vielleicht kann ich sie mir leisten, selbst mit dem niedrigeren Lohn. Habe ich es noch gerettet auf den letzten Metern auf der Zielgerade? Ich habe keine Ahnung, was ich an dem Punkt tue. Ich greife nach Strohhalm und weiß nicht, welche brechen und welche halten. Zum Glück gehen die Preise runter, ja. Das war ich. Danke, dass du gefragt hast. Wie geht's dir? Ah, ja, hier und da ein bisschen. Na, tut mir leid, das zu hören. Versuch, gesund zu bleiben. Welches Buch liest du? Eine abgekürzte Geschichte von Learis, oder die abgekürzte Geschichte von Learis. Und da, die waren mal ganz weit unten und haben es dann geschafft, ganz oben in der genetischen Forschung anzukommen. Das Land ist ein Vorbild, die haben es hingekriegt. Alles klar, das war jetzt echt wieder ein ausuferndes Gespräch. Wir haben darüber geredet, was wir so für Bücher lesen. Ja, sie ist so geschichtsinteressiert. Ich habe gesagt, ich lese auch Geschichtsbücher, weil obviously mache ich das. Dann geht es auch darum, was sie trinkt. Wahrscheinlich könnte da Betterbus drin sein in der Tasse, aber es ist einfach nur Espresso gemischt mit Milch. Da hat also jemand Geschmack. Und sie bekommt die permanente Aufenthaltsbewilligung, wenn sie weiter bei Novi News arbeitet. Danke, dass du meine Artikel über die Globalisierung veröffentlicht hast. Das hat ihr geholfen. Es wird spät. Aber ich bin froh, dass wir reden konnten. Ich hoffe, ich bin ab und zu nicht zu negativ. Ah, ist doch süß. Das ist so süß von dir. Ich mag dich wirklich. Es ist immer schön, mit dir zu reden. Ich würde gern mehr intime Zeit mit dir verbringen. Ah, hell yeah. Fahr's mal runter. Du hast immer noch ein Land zu verwalten. Gute Nacht. Okay, das war jetzt, wie gesagt, um einen Tag nach hinten verschoben. Und sie hat erfahren, dass mein Bruder verhaftet wurde. Darüber muss sie schreiben. Sie haben Novistan gerettet, hat Mr. X gerade gesagt. Alles klar. Die Frage ist, da sind wieder Leute auf den Dächern. Ich wollte gerade sagen, die Frage ist, wenn ich den Artikel veröffentliche, wo sie darüber schreibt, dass mein Bruder verhaftet wurde, ist das dann ein Problem für sie? Wahrscheinlich schon. Na super, hier ist Wolf höchstpersönlich. Hören Sie auf, Novistan zu ruinieren. Sie sind eine Schande. Die Drohne hat ihn abgeknallt. Das waren die Truth Tellers. Das war Mr. X. Richtig? Das waren die. Die haben die Drohnen manipuliert. Vielleicht war das ein Testlauf, wo die in die Gebäude geflogen sind. Vielleicht war das nicht geplant. Jetzt haben sie das benutzt, um ihn abzuknallen. Laut ihm hier habe ich unserer Nation einen großen Dienst erwiesen und wir beenden das korrupte System von Novistan. Sie haben die Leute aufgeweckt, Headliner. Sie haben Novistan gerettet. Sie sind die Stimme der nächsten Generation.
Okay, kann ich einen ganz guten Posten in der Regierung haben, bitte? Das wäre wirklich 10 von 10. So, dass ich genug Geld habe, dass ich mir keine Sorgen mehr machen muss. Ja, da ist es. Er sagt, wenn dieser Verschwörungsartikel nicht veröffentlicht worden wäre, hätte man ihn vielleicht über die normalen Kanäle entfernen können und nicht so. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ihn so unbeliebt machen, dass er abgewählt wird, oder ihn umbringen lassen. Ich habe jetzt das Letztere gemacht. Nun, wie auch immer. Nehmen Sie, was auch immer Sie brauchen. Ich mache bald eine Liquidation. Er kann mit dem Dunnaby Store nicht mithalten. Das heißt, er ist gefühlt der Einzige, der jetzt wirklich hart leiden musste. Ne? Weil ich so für Globalisierung war, ist jetzt er pleite. Hätte ich das aber nicht gemacht, weil das sind ja alles Artikel von Evelyn gewesen, hätte ich das nicht gemacht, dann hätte sie die Aufenthaltsbewilligung nicht bekommen. Also es gibt kein bestes Ende, es ist immer das eine oder das andere. Was besser ist, darüber kann man sich streiten. Ah, okay, er hat auch gerade gesagt, ja, vielleicht gibt's eine Balance, aber die Waage war zu sehr in einer Richtung. Das gilt auf mich, das war so ein Hinweis, was ich falsch gemacht habe und was ich beim nächsten Mal vielleicht besser machen könnte. Und alles, was er wollte, ist für sein Mädchen zu sorgen, das ist das Wichtigste. Okay, das ist definitiv ein Downer. Erstmal das Hundefutter voll. Und dann habe ich leider, da ist das, aber wir wissen ja, was passiert ist. Dann habe ich leider wieder keinen Snack für dich, weil ich aktuell ein bisschen geldmäßig am Struggeln bin. Dafür habe ich dir Futter gekauft. Ah, war doch gut. Ja, hier ist jetzt auch ein Poster, eine neue Behandlung für MRS. Das heißt, die Hilfe brauchen, können sich Hilfe holen. Es freut mich, dass es deinem Hund gut geht. Ah, ich habe das mit Wolf gehört. Das ist ja Wahnsinn. Im schlechten Sinne, wie auch immer. Oh no! Anyway! Der Bus für dieses große Festival, wo er auftreten mag, geht morgen. Und er hat auch Gerüchte gehört, wer da alles ist. Kannst du dir das vorstellen? Vielleicht kann ich sie sogar treffen. Um ganz ehrlich zu sein, ich bin froh, das alles hinter mir zu lassen. Ich denke, dass die Regierung von Galixia nicht so mit ihren Leuten umgeht. Ja, da ist genau das, was mir gesagt wurde. Eine Furcht ist ein großartiges Werkzeug, um die Massen zu kontrollieren. Das hier ist also eventuell seine letzte Nacht in Novistan. Und sein Therapeut hat gesagt, das wird sehr gut für ihn, dieser kleine Ausflug. Er hat ein bisschen Angst, aber er hat diese neue Medizin, also werden wir sehen, wie es läuft. Wird großartig. Danke, dass du immer für mich da warst. Und na, dass du das letzte Mal mir zugehört hast. Und dass du mich aus dem Gefängnis geholt hast. Nimm das hier. Ich weiß, es ist nicht viel, aber es ist alles, was ich zusammenräumen konnte. 124 plus. Okay. Ist mehr als die Hälfte von dem, was ich für ihn gezahlt habe. Oh, ich hoffe, dem Bus passiert nichts. Ich habe da so ein bisschen Angst, ne? Kein weiterer Dialog. Okay, keine weiteren Konversationsmaterialien. Wurde ihm nicht einprogrammiert. Energielevel kritisch. Ich habe keine Batterien. Ich habe doch gestern erst welche reingesteckt. Was ist dein Problem? Ich habe ihm gestern erst Batterien gegeben. Was will er von mir? Tag 13. Sonntag. Haben Sie die Rede des Premierministers gesehen? Ja, war absolut spektakulär. Schockierend, wirklich schockierend. Deswegen müssen wir gefährliche Individuen entfernen, wie zum Beispiel Ihren Boss. Aber wir waren zu spät. Wie auch immer, wenn wir wieder zur Arbeit kommen würden. 16. Keine Quoten, so viel oder so wenig, wie Sie wollen. Warum bleibt der so cool? Der Typ ist Chill Hauptstadt, Central Station. Sie taten, was sie tun mussten, um die Novi News Familie zu beschützen. Ich bin nicht wütend auf sie. Machen Sie so weiter, Headliner von B. Wer ist B nochmal? Wolf Dead? Okay, mehr Polizei ist nicht gleich weniger Verbrechen. Novistan hier macht Stimmen ruhig. Okay. Und 15 Alternativen gegenüber einem Bus. Und da es gibt viele andere Wege, einen schönen Tag zu haben. Und da sind wir nicht auf synthetische Substanzen angewiesen. Alles klar. Ich glaube, das hier, dass mein Bruder eingesperrt wurde, ist irrelevant. Weil das wäre eventuell dann ein Weg gewesen, Wolf zu entfernen. Ohne, dass das passiert, was passiert ist mit ihm. Na? Weil man einfach sagt, ja, er macht Leute, schafft Leute, die sich über ihn lustig machen, in den Knast. Das hier muss also nicht unbedingt durch. Dann das hier auf jeden Fall. Wolf ist tot.
Betabus nicht gut. Es gibt Alternativen, kann man auch machen. Und hier bin ich mir jetzt nicht sicher, ne? Mehr Polizei, gleich nicht weniger Verbrechen. Und eben das hier von Evelyn, weil das ist ganz heißes Feuer, auf dem sie sitzt. Wobei dann auch wieder nicht mehr, weil unsere Regierung existiert nicht mehr. Es ist aber, glaube ich, jetzt der letzte Tag. Deswegen habe ich das Gefühl, es ist relativ irrelevant, was ich mache. Weniger Polizei. Den Weg sind wir schon immer gefahren. Deswegen muss ich so weitermachen. Ne? Mehr Polizei ist nicht gleich weniger Verbrechen. Ja. Okay. Und dann das hier. Ich weiß nicht, welche Auswirkungen das hat. Weil das könnte der Agent zum Beispiel gar nicht lustig finden und sie dann feuern. Ich weiß nämlich nicht, wie lange der noch an der Spitze ist. Und ich will, dass sie hier weiter arbeitet, damit sie ihre permanente Aufenthaltsbewilligung bekommen kann. Ist ja sowieso egal, weil Wolf ist tot, aber ich weiß nicht, wie das Spiel das handelt. Deswegen bin ich da mal ganz vorsichtig. Ich beschütze sie quasi, okay? Davor, dass sie ihre Hände in ein Wespennest steckt. Das könnte nämlich sehr gefährlich sein. Hey, hier ist sie! Und jetzt essen wir was. Na, wir trinken nicht nur ein Käffchen, wir essen was. Schön, dich zu sehen. Ich habe das mit deinem Bruder gehört. Du musst sehr stolz auf ihn sein. Ich habe Nachrichten. Okay, sie ist umgefallen im Krankenhaus. Innere Blutung und irreversibler Schaden. Sie kann nie Kinder haben. Okay. Das ist schlimm. Aber es könnte schlimmer sein, richtig? Ist nicht, wie ich mir mein Leben vorgestellt habe. Wenigstens lebt sie noch. Es könnte, glaube ich, schlimmer sein. Aber gleichzeitig konnte sie neue Medizin bekommen, um zu verhindern, dass das weiter voranschreitet. Zum Glück sind die Preise runtergegangen, sonst hätte sie sich das nicht leisten können. Ja, das war ich. Das war dieses Last-Minute-Umschwenken. Damit habe ich es quasi noch gerettet. Ich habe über die letzten 2 Wochen nachgedacht. Novistan wurde wirklich tolerant. Die Leute sind viel freundlicher, trotz meiner anderen Hautfarbe. Die übrigens im Spiel überhaupt nicht reflektiert ist. Wir sehen beide gleich aus. Oh mein Gott, Leute, es passiert. Sie weiß, ich wohne in der Nähe und sie fragt, ob sie rüberkommen kann. Wir können uns Wein besorgen. Wir sehen uns bald. Ich meine, wie nennt man das noch? Ein Smooth Operator? Hier ist der Kollege, den kennen wir doch. Der neue Job läuft echt gut. Danke für alles. Okay, kriege ich kein Geld? Stimmt, der hat ja gesagt, der hat nichts. Hey, die Leute haben sich hier versammelt, um meinem Bruder eine schöne Zeit zu wünschen. Das ist es, Zeit zu gehen. Irgendwas, Emotionen und Gefühle. Sorry, ich bin darin echt nicht gut. Ich auch nicht. Er liegt in der Familie, ha? Es sind sogar ein paar Leute von der Show gekommen, um mir auf Wiedersehen zu sagen. Weißt du, ich hatte ein paar Last-Minute-Zweifel. Ganz viele sogar. Aber es war anders als das, was ich normalerweise fühle. Es war nicht so überwältigend. Danke für alles. Auf Wiedersehen. Hoffentlich vergisst er nicht zu schreiben. Ich wünsche ihm nur das Allerbeste. Hier steht ein SWAT-Laster. Okay, die sichern jetzt nämlich diesen Ort hier, ne, wo das Schlimme passiert ist. Und hier sind jetzt die beiden im Park. Schön, dich mal wieder zu sehen. Er ist der Einzige, den ich ruinierte. Oh, es tut mir voll leid. Ja, da ist wieder das. Ne? Seine Tochter bekommt jetzt irgendwie neue Medikamente, die ich eben auch durchgewunken habe, um quasi meiner Kollegin zu helfen. Das ist irgendwie was Ähnliches. Und deswegen fliegt sie jetzt nicht mehr mit der Drohne rum wie früher. Und na, die Leute ziehen eben die neue Kette seinem Laden vor. Und die Leute werden irgendwann lernen, dass sie einen Fehler machen. Oder es war halt blöd, sich an die alten Wege zu halten. Nee, irgendwann werden sie es vielleicht merken. Nachdem Leute wie er aussterben, hat so viel Vertrauen in seine eigenen Leute gesteckt und sie haben ihn zurückgelassen. Eben, aber hätte ich das nicht gemacht, hätte ich Novis da nach außen abgekapselt, könnte Evelyn nicht hier wohnen. Wobei vielleicht doch, weil es gibt ja schon eine gewisse Balance. Ich habe nur die Waage zu sehr in eine Richtung kippen lassen. Vielleicht gibt es aber doch noch Hoffnung, weil er hat gehört, dass der große Laden nach einem Manager sucht und dafür ist er ja voll qualifiziert. Das könnte was werden. Vielleicht ist das keine so schlechte Idee. Wenn du sie nicht schlagen kannst, tritt ihnen bei. Ja, ich denke, ich könnte ein paar Dinge davon lernen, wie sie international operieren. Danke. Das könnte vielleicht das kleine bisschen sein, was ich brauche. Ich lasse sie jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Headliner. Ich bin halt stadtbekannt der Headliner. Das ist krass. Haben sie ein bisschen Geld? Ich konnte jetzt auch keine Batterien kaufen. Ist meine Drohne tot? Eventuell ist meine Drohne tot. Sie fliegt noch rum. Es ist alles gut. Und wahre Liebe. Siehst du mal?
Der Giga-Chat, der ich bin. Hier draußen auch gutes Poster, ne? Die Comedy hat ein neues Gesicht und eine exklusive Show in Galixia. Ist schon krass. Kein weiterer Dialog, bla bla bla, kritisch, hab keine. Okay, das ist also immer dasselbe. Er hat sonst nichts mehr zu sagen. Und wie ist sie hier reingekommen? Hat meine Drohne sie reingelassen oder war das der Hund? Es ist Wein unterwegs, schnappen wir uns ein Glas, sperren wir dann die Drohne ins Nachbarzimmer, nicht dass sie uns überwacht. Oh nein. Jetzt kommt der Awkward-Teil. In diesen 2 Wochen ist sehr viel passiert. Sie waren sehr negativ unserer Regierung gegenüber. Das kann nicht so weitergehen. Okay, und das stimmt nicht mit den neuen Zielen hier bei Novi News überein. Ich werde gefeuert. Mein letzter Tag. Nachdem ich mit der Arbeit fertig bin, packe ich meine Sachen und gehe. Ja, es musste so kommen. Es musste einfach so kommen. Es gab keinen anderen Weg. Obdachloser bekommt eine neue Chance. Francis Unterholz übernimmt jetzt als Premierminister. Kümmern Sie sich um Ihre mentale Gesundheit. Better Bus macht jetzt ein bisschen weniger. Und Sorgenmods für Unfruchtbarkeit. Festival kommt. Und das hier. Was für ein großartiger Run. Aber wir wollen mehr. Mehr Klicks, mehr Plays, mehr Stories, mehr Twists, mehr Wahlen, mehr Game. Ja, ich hab's verstanden. Ich soll das Spiel 2-mal durchspielen. Neuer Premierminister. Warum nicht? Jetzt ist es sowieso egal. Ich werde gefeuert. Ich muss mir dann irgendwas anderes suchen. Der Obdachlose, der eine zweite Chance bekommt. Da geht's um mich. Ne? Ich habe jeden Tag zugehört und habe ihm geholfen. Und das ist eine Erinnerung daran, dass wir immer noch Gutes machen können. Festival kommt. Okay. Und da wird quasi darüber geredet, dass, also es ist ein Festival für die genetisch Modifizierten, wo es quasi darum geht. Erstmal das hier. Betabus verschwindet vom Markt. Was für eine unglaubliche Freude. Kümmert euch um eure mentale, geistige Gesundheit. Ja, die Dinge können besser werden, holt euch ein bisschen Hilfe. Kognitive oder Cognitive Behavioral Therapy kann alles helfen. Ja, oder kümmert euch darum, auf jeden Fall. Dann das mit der Unfruchtbarkeit, das sorgt wahrscheinlich dafür, dass wir weniger Mods haben. Und auch das mit dem Festival, aber das konkurriert irgendwie so miteinander. Ne? Festival über Modifizierung, beziehungsweise das hier ist dann weniger Modifizierung, also ist nicht ganz klar, was davon jetzt besser ist. Ah, okay, das hier ist nicht komplett negativ. Da heißt es einfach nur, ja, wir haben Dinge, Wege, über die das behandelt werden kann. Es ist nicht schlimm, darüber zu reden, es ist einfach so. Ja, und dann noch das Festival. Dass wir weiter, wobei ich habe, habe ich die ganze Zeit gesagt, dass Mods schlecht sind? Nein, ich habe nur gesagt, dass es so nicht weitergehen kann, dass wir so viel Medizin brauchen, um zu überleben. Ich habe nie gesagt, Mods sind wirklich Teufelszeug. Ich habe nur gesagt, wir brauchen vielleicht welche, die, wo man nicht Medizin für braucht, um mit denen auszukommen. Ja, komm, mach doch Party. Ist mir egal. Ich wink alles durch. Das ist mein letzter Tag. Macht's gut, ihr Luschen. Ich bin raus. Ich habe eine Freundin, aber keinen Job. Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Und hier steht jetzt, was ich alles erreicht habe. Der Wolf, der ist weg. Was haben wir sonst noch? Auf meinem Weg nach Hause erscheint jetzt im Himmel Schrift, wo steht, was ich alles getan habe. Meine Kollegin ist mit ihrer Krankheit klargekommen, mehr oder weniger. Dafür wurde ich halt gefeuert. Das ist ein kleines Problemchen. Die Comedy hat ein neues Gesicht, dafür musste er nur eingesperrt werden, aber hey, ich konnte ihn ja rausholen. Hat funktioniert. Dunabai hat ganz, ganz viele lokale Geschäfte zerstört. Ja, das tut mir ein bisschen leid, aber er hat ja noch eine Chance, er kann der Manager werden, richtig? Aber warum sollte ich urteilen? Ja, oder wer bin ich, dass ich urteile? Lad deine Drohne. Es gibt keine Entschuldigung für Drohnenquälerei. Bruv, ich kann keine Batterien kaufen, weil der Laden zu hat. Okay, und Dunabai verkauft das nicht. Ja, es geht aber echt nicht. Ich kann nicht in Dunabai rein und da Drohnenbatterien kaufen, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Na, weil das sperrt mich davon aus, meine Drohne zu laden und meinen Hund zu füttern. Wenn ich jetzt nach Hause komme, gammelt meine Drohne auf dem Boden rum,
weil sie komplett entladen ist und ich kann nichts machen, weil ich die Batterie nicht kriegen kann. Oh, ich schätze, die Drohne ist in dem Fall ein weiteres Opfer. Neuer Charakter freigeschaltet. Sie, Deputy Helene Dunst. Und so endet diese Timeline, aber es gibt viele weitere. Man soll das mehrfach durchspielen, neues Spiel starten und schauen, was sich verändert. Und hier sind meine ganzen Ergebnisse. War so halb gut, irgendwie. Bitte nicht teilen, weil sonst wird das irgendwie auf meinem Twitter-Account oder sowas rausgehauen. Das war Headliner Novi News. Das ganze Spiel wäre so viel weniger anstrengend aufzunehmen, wenn es auf Deutsch übersetzt wäre. Ja, wäre ganz, ganz toll. Weil ich habe immer, das fällt wahrscheinlich auch auf, aber nur wenn man drauf achtet, ich habe immer ganz komische Sprechpausen drin, weil ich lese was und dann sage ich nichts und dann bin ich, dann rattert es hier oben, man sieht fast, wie Rauch aus meinen Ohren rauskommt. Dann bin ich am Übersetzen und von da aus geht's dann weiter. Also, oh, ist das nervig. Ja gut, Leute, das war's hier. Ich bin der Meinung, das war kein so schlechtes Ende. Klar, ich habe keinen Job mehr, aber ich habe Mr. X geholfen. Vielleicht haben die ja eine Stelle für mich, ja, vielleicht werde ich ja Agent für die Truth Tellers oder die besorgen mir irgendwie einen Job. Ich bin mit meiner Kollegin zusammengekommen, mein Bruder chillt bei einem fetten Festival, ist das neue Gesicht der Comedy. Ja, der Typ hat seinen Laden verloren, aber auch für ihn gibt es eine Zukunft. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Erlaubnis, den Like-Button aufs Maul zu hauen. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Jo, das lief doch jetzt gegen Ende besser, als ich gedacht habe.